1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio live hier aus Köln. Auf 1Live und im WDR Fernsehen. Unser Thema heute Nacht heißt schlechter Sex. Und folglich möchte ich gerne mit euch sprechen über euren schlechten, oder sagen wir besser, euren schlechtesten Sex, den ihr bisher in eurem Leben hattet, der euch sehr nachgeht, an den ihr nicht gerne eigentlich zurückdenkt. Also schlechter Sex. Irgendwie hatten wir alle schon mal schlechten Sex. Ich habe gerade mit meinem Kollegen drüber gesprochen und wir kamen zu der Übereinstimmung, dass wahrscheinlich die meisten Menschen so in ihrem Leben mehr schlechten Sex haben als guten Sex. Und bei denen es umgedreht ist, das sind die Glückskinder. Also, schlechter Sex, unser Thema heute Nacht. Wenn ihr mir gerne davon erzählen wollt, dann ruft an unter der bekannten Nummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Katrin und Katrin ist 19. Hallo Katrin. Hallo Domian. Dein schlechtester Sex? Mein schlechtester Sex ist, dass ich einen Ex-Freund hatte, wo der Sex nur 2 Minuten gedauert hat. Oh, das ist wirklich... Hast du genau auf die Uhr geguckt, dass du das weißt, noch 2 Minuten? Nee, ein paar Freunde, die im Nebenraum saßen. Ach, ein paar Freunde, die im Nebenraum saßen, haben das abgestoppt? Kam mir zumindest so vor, weil die haben alle nur groß geguckt, gestaunt und... Erzähl mal, wie kam es denn dazu? Na, ich war beim Freund zu Besuch und dann hatte ich da vor mehreren Tagen vorher jemanden gesehen, der mir gefallen hatte. Mhm. Ja, und dann sind wir auch hinterher zusammengekommen, sind in das eine Zimmer eben gegangen und dann, wenn nach 2 Minuten war vorbei, bin ich rausgegangen. Und die haben alle nur doof geguckt. Also du kanntest den vorher nicht? Du hast den da denn kennengelernt auf der Party? Naja, Party war das nicht, das war eher so ein Freundeskreis. Ja. Zusammensitzen. Aber da hast du den zum ersten Mal kennengelernt? Ja. Ja. Und dann gehst du mit dem in einen in den Nebenraum und wolltest gleich mit dem Sex haben? Naja, wollte nicht, das hat sich so eigentlich ergeben. Ja, aber es war dir klar, als du mit dem in den Nebenraum gegangen bist, jetzt geht's zur Sache, oder wie? Ja, hatte ich eigentlich gedacht, da war ich auch noch so drauf, aber... So, jetzt erzähl uns mal, was in diesen 2 Minuten abgegangen ist in dem Raum. Uff, so genau weiß ich das eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es eigentlich 2 Minuten waren, ich überhaupt nicht zum Zug gekommen bin. Kam man denn überhaupt dazu, sich ganz auszuziehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Aussehen schon, aber bevor es richtig zur Sache ging, war eigentlich schon fertig. Ja. Also man zieht sich ja fast dann schon 1 Minute aus, ziehen wir mal, na, sagen wir mal großzügig 40 Sekunden ab, da bleibt ja wirklich nicht mehr viel. Nee. Nee. So, der junge Freund hatte seinen schnellen Spaß bei der Sache, er ist also zum Orgasmus gekommen. Ja. Ja, du natürlich nicht. Nein. Nein. So habe ich es mir fast gedacht. So, und dann seid ihr beiden Süßen wieder rausgegangen aus dem Zimmer. Du mit wahrscheinlich keinem Lächeln auf dem Gesicht. Und wie ging es dann weiter? Es ging eigentlich so weiter, dass ich nach ein paar Tagen mitbekommen hatte, auch von mehreren Freunden zu hören bekommen hatte, dass er hinterher mit einer anderen ins Bett gestiegen ist, während wir zusammen waren. Und da habe ich ihn drauf angesprochen. Wie während ihr zusammen wart? An dem gleichen Tag dann noch, oder wie? Nee, das war ungefähr eine Woche später. Du bist dann mit ihm zusammengekommen? Ja. Ja, also nach diesem unbefriedigenden Sex wart ihr dann erstmal ein Paar? Wir waren kurz vorher. Also wir hatten uns eigentlich kaum kennengelernt, schon verliebt. Ja. Das war auch der größte Fehler von mir in meinem Leben. Also das habe ich, bis heute bereue ich das noch. Ja. Und er ist dann auch fremdgegangen? Er ist mit einer anderen ins Bett gegangen und ich habe ihn auch darauf angesprochen und er hat mir auch frech ins Gesicht gelogen. Ah, also keine gute Erinnerung an den Typ. Nein, im Gegenteil. Also wenn ich ihn heute sehen würde, ich wüsste nicht, wie ich darauf reagiere. Ja, wie lange wart ihr denn dann zusammen? Ein paar Wochen nur oder wie lange? 1-2 Wochen. Also, schlecht. Das finde ich schon ziemlich heftig, dass
so eine Anfangszeit dann so ein Betrug ist. Ja, kann ich verstehen. Also schlechtester Sex, 2 Minuten Sex, höchstens 2 Minuten, ist schon schwer zu überbieten, in der Tat. Katrin, danke für deinen Anruf. Und ich wünsche dir... Ich habe eigentlich noch ein Problem. Ja? Mit meinem jetzigen Freund. Ja? Wenn das jetzt... Das hat aber nichts mit unserem Thema zu tun, ne? Das hat eigentlich auch mit Sex zu tun. Aber nicht mit dem schlechten Sex, oder? Wenn du meinst, dass das nicht dazu gehört, dass ich schneller komme als mein Freund und es mir peinlich ist, über meine Wünsche zu reden. Ja. Ich bin jetzt heute mal ganz streng, weil wir ein Thema haben, das Thema heißt, mein schlechtester Sex. Biete dir aber natürlich sehr gerne, weil ich dich nicht allein lassen möchte, jetzt mit der Frage, ein Gespräch mit meiner Psychologin, mit der Simone an. Okay? Ja, ist in Ordnung. Dann heißt das, du legst auf, wir rufen dich gleich wieder an und ich wünsche dir alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss, Katrin. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Abend heißt schlechter Sex. Ich möchte gerne mit euch sprechen über euren schlechtesten Sex. Jeder von uns hatte schon schlechten Sex, bis hin zu grottig schlechtem Sex. Ich bin gespannt, was ihr mir erzählen werdet. 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Manuela ist hier. Manuela ist 35. Guten Morgen. Ach, Manuela ist irgendwie weg. Die versuchen wir nochmal zu erreichen. Dann haben wir hier den oder die Alex, 29. Hallo. Eine Frau. Genau. Hallo Alex. Also ich hatte noch nie guten Sex. Ich habe das jetzt immer grottenschlechten Sex gehabt. Ja. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich glaube, die Prozentzahl von den Leuten, also im Hinblick auf schlechten Sex, ist sehr hoch. Und du sagst, ich hatte noch nie guten Sex. Ja. Wie kommt das? Ich habe Probleme dabei, mich zu entspannen. Und die meisten Männer lassen mir, oder bis jetzt alle Männer haben mir nicht genügend Zeit gelassen. Hast du denn wenigstens mit dir alleine guten Sex? Ja, das dann schon. Immerhin. Ist ja schon mal ein guter Anfang. Ja, wenigstens etwas. Aber irgendwie kapieren die Männer auch nicht, wenn ich ihnen sage, wo ich es denn gerne hätte. Hast du es denen schon mal so richtig erklärt? Doch ja, aber irgendwie bringt es keiner. Ja. Hattest du eine längere Beziehung schon? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Gut, also in so einer langen Beziehung, bist du noch da? Ja. In einer so langen Beziehung kann man ja eigentlich den Partner en Detail einweisen. So musst du es machen, so und so, so habe ich es gerne und so weiter. Ist auch nicht gelungen? Nee, er hat irgendwann gesagt, ich bin fettvoll und frigide. Oh, das hört man aber auch nicht so ganz, ganz gerne. Was hat er gesagt? Du bist fett? Frigide? Fett, faul und frigide. Fett, faul und frigide. Genau, weil ich ihm seine Wohnung nicht putzen wollte. Ich hoffe, dass du dich direkt danach von ihm getrennt hast. Nee, es hat eine Zeit lang gedauert. Ja, das war wahrscheinlich schon zu lang dann. Oh ja, es war zu lang. Mhm. Wie viele Männer hattest du bisher? Puh, ich denke mal 6, 7 wären schon gewesen. Ja. Und da war keiner bei, der so ein bisschen annähernd so in deinen Bereich tendierte, der... Auch einer war eigentlich so nicht übel, aber er war einfach zu schwach mir gegenüber. Kannst du konkret sagen, was die Männer falsch machen bei dir? Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Es ist entweder drücke ich mich nicht klar genug aus oder es liegt wirklich an den Männern. Hm. Sind die zu forsch? Sie wollen zu schnell zu viel. Sie wollen zu schnell zu viel. Das alte Lied. Genau. Das alte Lied. Also du wünschst dir einen zärtlichen Mann? Einen Mann, der zärtlich ist, der ein bisschen was in der Birne hat. Ja gut, reden kann man hinterher nach und vorher. Also während der also vor allen Dingen, wahrscheinlich bist du auch so eine Frau, die auf ein sehr langes, zärtliches Vorspiel steht. Oh ja. Ja, das ist nicht so aller Männers Sache. Ja, das ist das Problem, dass manche Männer für... Also ach, das dauert, dann und dauert. Ja, genau. Ja. Na gut, aber so magst du es halt, ne? Ja. Um dich ganz entspannen zu können. Genau. Ja. Und wenn es rein um den Sex geht, bitte schnellstmöglich. Wenn es nur um den Akt an sich geht. Dann soll es schnell möglich gehen? Ja, weil ich nämlich dann, also wenn es mal hinhaut und die brauchen zu lange, kriege ich Schmerzen. Ach, ja, das deutet aber auch darauf hin, dass du da nur alles andere als entspannt bist. Ja, eben, das ist das Problem dabei. Mhm. Mhm. Hast du denn schon mal mit einem Mann zusammen einen Orgasmus erlebt? Nein. Durch einen Mann noch nicht erlebt? Durch einen Mann schon, aber nicht, nicht beim zusammen Verkehr. Ja, da muss noch viel gemacht werden. Da muss noch. Ja, das ist natürlich immer die große Frage. Dann das große Problem, so einen Typ zu finden, ne, der genau so funktioniert, wie du das gerne möchtest.
Aber sicher kannst du auch einen Teil dazu beitragen, glaube ich. Inwiefern? Ja, weil ich wirklich glaube, dass sehr viele Männer dankbar sind, wenn sie genau informiert werden und eingewiesen werden, sage ich es mal salopp, von den Frauen, wie sie es am liebsten hätten und was ihnen am meisten wie Spaß macht. Da sind auch wieder viele Frauen dann zu verschämt oder zu zurückhaltend. Und dann liegen da zwei Schweigende nebeneinander und es funktioniert nicht. Nö, so läuft das eigentlich nicht. Also ich erkläre normalerweise, ich zeige sogar den Männern, wo ich es gerne habe. Ja. Aber irgendwie funktioniert das trotzdem nicht. Ja. Wenn du jetzt du bist im Moment solo? Ich habe gerade also einen angebaggert, aber ich glaube, das gibt wieder eine Katastrophe. Warum? Ich denke, dass der zu schwach eben ist. Also dass ich zu dominant bin. Ah ja. Ja, dann frage ich, da musst du dir die Frage gefallen lassen, warum suchst du dir solche Männer aus, die dir letztendlich unterlegen sind? Dann musst du dich an die harten Hunde wagen. Ich ziehe diese Männer magisch an, ich weiß auch nicht. Das ist mir schon klar, aber du suchst sie dir dann ja auch aus. Du packst ja auch zu, jetzt hast du auch wieder zugepackt. Ja gut, ich denke mir, ich muss nehmen, was ich kriegen kann, weil ich doch nicht so toll ausschaue. Ach. Und so auf den ersten Blick war er ganz nett. Mhm. Schaut zwar nicht gut aus, aber... Ja. Er ist eigentlich so ganz putzig, nur mittlerweile habe ich halt mitgekriegt, dass der so dermaßen in mich verschossen ist, dass der eigentlich alles für mich tun würde. Findest du es denn sexy, wenn ein Mann dominant ist und stark ist? Also ich möchte zumindest bei einem Mann, ich sage nicht mich unterlegen fühlen, aber ich möchte mich geborgen fühlen können. Mhm. Und das ist bei einem Mann, der mir unterlegen ist, eigentlich schwierig. Das ist schwierig. Also letztendlich ist da schon die Luft raus. Genau. Das schon von vornherein sind die Weichen so falsch gestellt, dass man sagen kann, vergiss es. Ja, weil einfach die Geborgenheit fehlt. Ja. Also irgendwie sucht man vielleicht doch, ich denke, das mit dieser emanzipierten Frau ist Quatsch. Jede Frau sucht doch irgendwo einen Mann, wo sie sich auch mal anlehnen kann. So sehe ich es auch, ja. Genau. Also du suchst einen starken Mann, der aber auch sehr zärtlich sein kann. Ja, genau. Das ist natürlich der Traum von fast allen Frauen. Ja, aber sowas ist schwierig zu finden. Das ist sehr schwierig zu finden, ist mir schon klar. Da hilft gar nichts als immer wieder suchen und baggern und ausprobieren und schnell aussortieren. Du bist ja schon erfahren, du bist fast 30. Wenn du merkst, nee, das ist es nicht. Sich gar nicht die Zeit damit vertun. Ja, sie tun mir dann halt auch irgendwo leid. Also wenn du jetzt schon wieder so ein schlechtes Gefühl hast, bei dem der gerade da Sache ist bei dir, lass es sein. Ab zum nächsten Mann. Dem würde ich das Herz rausreißen. Ja, wie lange geht das jetzt schon? 3 Wochen. Aber ja, da reißt er nicht das Herz raus. Ach, da verheilen die Wunden noch schnell. Aber je länger das dann dauert, desto schwieriger ist es. Ja, das ist das andere. Ich treibe die meisten Männer dann dazu, dass sie mit mir Schluss machen. Also es wird dann immer verzwickter und komplizierter. Das stimmt, ja. Ja. Alex, such dir einen harten, freundlichen, zärtlichen Mann. Das ist es. Und ich wünsche dir so einen. Oh, danke. Alles Gute. Ich finde deine Sendung übrigens klasse. Ich schaue sie mir fast jede Nacht an. Dankeschön, dann bist du aber immer lange auf. Ich kann nicht schlafen. Du kannst nicht schlafen. Musst du früh auch dann noch früh raus? Ja, ich muss um 7:30 raus. Wow. Und dann immer bis 2 Uhr auf sein? Das ist aber, könnte ich nicht. Liegt bei uns in der Familie. Also ja. Bei mir, Schlafmangel ist vorprogrammiert. Und kommst dann auch mit dem wenigen Schlaf aus? Ich muss damit auskommen. Was machst du vom Beruf? Ich bin selbstständig. Selbstständig? Ja. Das heißt, du musst den ganzen Tag dann auch so deine Frau stehen und bist dann abends eigentlich auch erschossen, wenn du nach Hause kommst. Das ist das Problem, dass ich nicht wirklich müde bin, weil mich mein Job geistig unterfordert. Ich bin zwar körperlich dann kaputt, aber nicht vom Kopf her. In welchem Bereich bist du selbstständig? Kabelkonfektionen. Was für eine Konfektion? Kabelbäume. Kabelbäume? Du hast einen Haufen Kabel bei dir rumliegen. Ja, und Unmengen. Genau. Tausende von Kilometern. Zusammengewickelt. Ja. Ach so, ich verstehe, Kabelbäume, ja, wo die raufgewickelt sind, die. Und sowas vertreibst du. Wir kommen vom Hölzchen auf Stöckchen. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Ich wünsche dir wirklich guten Sex und vor allen Dingen endlich mal Glück mit dem Kerl. Vielleicht, ja. Lieber Alex, alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, über euren schlechtesten, schlimmsten, grottigsten, grauseligsten Sex, dann meldet euch bei mir unter der Telefonnummer oder unter Mailadresse domian@wdr.de. Hier ist die Cindy. 28 Jahre, hallo Cindy. Hallo.
Hallo. Ja, hallo. Ich musste eben gerade so lachen, weil deine Ansage war einfach eine Spitze, echt. Über den schlimmsten, schrecklichsten, grausamsten, furchtbarsten, horrormäßigsten Sex, den man je hatte. Jetzt bin ich gespannt, was du erzählen wirst. Ja, also mein Thema, ja, wie gesagt, schlechter Sex in der Gartenlaube. In der Gartenlaube? Ja. Berichte. Und zwar, ich war 19. Mhm. Und ich habe den, ich war mit dem Typen, ich weiß gar nicht, irgendwie 3 oder 4 Wochen zusammen. Und wir haben uns auf einer Party kennengelernt. Das ist aber auch alles jetzt nebensächlich. Auf jeden Fall war das dann, wie gesagt, den besagten Abend so. Seine Eltern hatten eine Gartenlaube, in so einem, das ist so ein Kleingartenverein. Und dann sind wir da eben halt hingefahren, weil wir wollten einfach auch mal unter uns sein, ein bisschen, was weiß ich, kuscheln und keine Ahnung und so. Und er hatte mir aber von Anfang an schon gesagt, dass er ziemlich lange überhaupt gar keine Erfahrung mit Männern hatte. Also mit Frauen, Entschuldigung, jetzt habe ich mich vertan. Also ihr seid aber schon gezielt in die Gartenlaube gefahren, um doch zu... Nein. Nein. Nein, also nicht um das zu machen, weil da wollte ich auch das gar nicht, dass es darauf hinausläuft, sondern... Ja. Kuscheln und einfach auch für uns sein und romantischen Abend haben praktisch. Aber ich glaube, er hat die ganze Zeit mit dem Hintergedanken gespielt, von wegen, haha, sie kommt in die Gartenlaube und jetzt liege ich sie flach, so ungefähr, ne? Klar, würde ich auch denken. Ja, ist nein. Ist ja auch normal eigentlich. Ja, eigentlich schon. Okay, also ihr wart dann in der Gartenlaube? Genau, wir waren in der Gartenlaube und dann haben wir da eben halt auch gekuschelt und dann sind wir dann auch ins Bett, weil die hatten, also das war wirklich so eine Gartenlaube, nicht so wie so eine Gartenlaube für Geräte, sondern eigentlich schon fast wie so ein kleines Wochenendhaus, sag ich mal, mit einem Bad und auch mit einem kleinen Zimmer mit einem Bett drin und so. Naja, dann sind wir dann eben halt zur Sache gekommen und dieser Typ, man hat es wirklich da gemerkt, also ich habe es auch schon vorher gemerkt, er hatte also unheimlich Probleme mit Frauen und er ist überhaupt nicht in die Puschen gekommen, er war sowas von grottenlangweilig, ich bin fast eingeschlafen. Was heißt denn, er ist nicht aus den Puschen gekommen? Ja, also er hat mich angefasst, ich meine, ich bin jemand, ich hasse so einen Blümchensex, weißt du, das kann ich auf den Tod nicht ab, sondern bei mir muss es auch manchmal ab und zu ein bisschen härter zur Sache gehen. Schon damals? Schon damals. Schon damals. Ja. Ich war schon eigentlich schon immer so, klar nicht immer, manchmal auch so ein bisschen ruhiger, aber nicht die also, ganze Zeit. Wie stellen uns die Situation in der Gartenlaube vor? Ihr beiden lag dann endlich irgendwann mal nackig im Bett. Ja, und wie gesagt, er hat dann eben halt an meinen Brüsten rumgespielt und kam dann irgendwann auch zu meinen unteren Teilen. Ja. Und fing dann da mit seinen Fingern an zu spielen und ich habe immer nur, ich hätte am liebsten wäre ich aus dem Bett gesprungen und wäre weggelaufen, weil es einfach nur, es war so langweilig. Es war langweilig, es war unprofessionell. Ja, es war einfach nur stümperhaft. Und er kam überhaupt nicht voran. Nee, und dann, das nächste Ding war dann, das hat mich dann so abgeturnt, dass ich also überhaupt auf alles gar keinen Bock mehr hatte und der Knaller war dann nachher, dass er sich dann irgendwann weggedreht hat, weil ich hatte dann gedacht, so von wegen, okay, jetzt lässt er endlich ab. Dann hat er sich irgendwie so weggedreht in eine Ecke rein und hat dann klammheimlich sich ein Gummi über seinen Penis gezogen. Um dann wiederzukommen zu dir. Ja, um dann wiederzukommen zu mir. Und stürzte sich dann mehr oder weniger fast auf mich. Ja. Und er war also nur darauf erpicht. Du hattest dich schon darauf eingestellt, nur ist gut, ich kann schlafen. Ja, nö, das nicht, sondern ich hatte mich darauf eingestellt, dass er jetzt hoffentlich, ja, ich kann schlafen und er lässt mich in Ruhe. Ja, aber er kam dann mit Gummi. Ja, er kam dann mit Gummi und schmiss sich halb auf mich und wollte dann unbedingt in mich da eindringen. Und ich habe mich richtig gewehrt, weil für mich war das in dem Moment schon fast so vergewaltigungsmäßig, weil ich absolut keinen Bock mehr hatte. Ja. Ne? Und hat er sich denn abwehren lassen dann von dir? Ja, ich habe es nachher geschafft. Also ich habe ihn dann auch weggeschüttelt und weggedrückt und habe dann eben auch ihn auch angeschrien, was der Scheiß jetzt soll und so. Ich habe keinen Bock und lass mich in Ruhe. Und da war er verschreckt und hat dann auch von dir abgelassen. Ja, ja, er hat dann auch von mir abgelassen. Naja, und ich habe dann meine Sachen gepackt und bin dann auch überstürzt abgedacht. Ach, du bist in der Nacht dann noch abgehauen? Ja, ja, ich bin noch abgehauen, ne? Ich bin dann abgehauen, weil mir war das dann auch egal, ne? Weil ich wollte da einfach nur noch weg, weil mir hat der Typ im Nachhinein er hat mir dann auch Angst gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er eben halt nur darauf erpicht war, auf gut Deutsch gesagt, zu ficken. Ist denn danach noch ein bisschen irgendwas zwischen euch noch gelaufen? Nein, also dann es war Schluss. Dann so, wir hatten danach uns dann nochmal getroffen gehabt und haben über die ganze Sache gesprochen. Aber es war dann aber auch so, ich habe dann die Beziehung kurzerhand später auch beendet, weil ich gesagt habe, also es geht nicht. Ja, war dann ja auch nur ein paar Wochen, ne? Ja, Beziehung. Es war nur ein paar Wochen, weil ich habe mich erstmal auch unwohl gefühlt und hatte eben halt auch irgendwie, ja, so das Gefühl, dass für ihn diese 3 Jahre oder länger, wo er ohne Frau war,
dass eben halt das Ausschlaggebende an dieser ganzen Geschichte wirklich nur der Sex war, dass es ihm nur darum ging und nicht um das gemeinsame Beisammensein. Ich könnte mir vorstellen, dass du seitdem einen großen Kreis um Gartenlauben machst. Und es soll niemals ein Mann nochmal vorschlagen, komm noch mit in die Gartenlaube. Nein, dann würde ich schreiend weglaufen. Ich hoffe, dass du bist jetzt 28 Jahre, damals warst du 19, dass du mittlerweile... 28, wohlgemerkt, nicht 48. 28, ja, entschuldige, wenn ich mich versprochen habe, ich wollte es auch sagen, dass du inzwischen gut belohnt worden bist mit gutem Sex auch. Doch, also ich kann mich nicht beklagen. Klar, es gibt immer Sachen dazwischendurch, wo es dann eben halt auch so mal 0815 ja, länger gibt. Ja, kann ja auch nicht immer so dolle sein. Klar, natürlich, ja. Das kann man nicht erwarten, aber ich sag mal, gerade auch jetzt mit meinem jetzigen Freund oder so, also ich bin voll auf zufrieden, ich kriege fast was ich will. Ja. Weil ich bin so ohnehin so ein, und ich muss dazu sagen, ich habe jetzt mit meinem jetzigen Freund, den ich jetzt habe, habe ich auch unheimliche Probleme, generell so zum Orgasmus zu kommen. Also beim eigentlichen Sex schaffe ich es überhaupt nicht. Es geht gar nicht, also beim eigentlichen Akt. Aber mittlerweile habe ich also schon den Dreh raus, dass ich es bei anderen Sachen schaffe. Also wenn er mich leckt oder was weiß ich, wenn er es mit der Hand macht oder so, dann geht's. Aber beim eigentlichen Sex noch nicht. Und das ist für mich also schon ein riesen Schritt nach vorne. Und das zeigt mir eben halt auch, dass ich mich auch voll auf ihn einlassen kann. Ja, ne? Ja, genau. Und wer weiß, wenn das jetzt schon so oft mit anderen Praktiken klappt es vielleicht dann irgendwann auch wirklich beim klassischen Geschlechtsverkehr. Ja, das denke ich. Ja. Das denke ich auch. Ne? Schlechter Sex in der Gartenlaube. Ja. Das war Cindy. Danke für den Anruf, Cindy. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema schlechter Sex. Hier ist Ilona. Und Ilona ist 46 Jahre alt. Hallo Ilona. Ja, hallo. Hallo. Ja, Ilona, schön, dass du da bist. Du schaltest bitte den Ton ganz runter vom Fernseher oder Radio. Ja, gut. Ganz weg, radikal weg. Gut, okay. Jo. Also sprechen tue ich nicht an der Trio über diese Probleme. Ich bin 03 operiert worden. Ich hatte schweren Krebs am Unterleib. Ja. Mir wurde ein Stückchen also von der Scheide mit weggenommen, so der ganze Gebärmutter, alles, der ganze Lymphzysten, alles mit weg. Ja. Und man konnte mir vorher nie sagen, ob ich irgendwann mal wieder Gefühle hatte. Zu der Zeit hat mich das aber überhaupt nicht gestört, weil ich sowieso alleine war. Mhm. Ich habe auch genau vor einem Jahr einen Mann kennengelernt. Mhm. Ist die Klitoris auch entfernt worden? Bitte? Ist die Klitoris auch entfernt worden? Nee, das nicht. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe dann auch lange mit kein Mann, erstens mal bin ich total entstellt auf dem Bauch, dass ich mich sowieso habe nicht irgendwie gezeigt. Ja. Oder war ich sowieso schon gehandicapt. Diese schwere Operation war 2003. 2003. Ja. Ich war anderthalb Jahre auch schwer krank, habe lange gekämpft. Mhm. Du warst damals warst du solo in der Zeit? Ja. Ja. So, dann kann ich mir vorstellen, dass man nach so einem schweren Eingriff ist man natürlich erstmal so traumatisiert und geschockt. Natürlich, sicherlich. Und hat wahrscheinlich am Anfang so gar keine Gedanken an Sexualität. Aber nee, wenn man, hatte ich eigentlich nicht. Und ich hatte vor, ja, war ich mit einer Freundin unterwegs, zu mir Geburtstagsfeier gefeiert. Ja. Und habe da einen Mann kennengelernt und habe mich da auch drauf eingelassen, habe ihn aber auch vorher gesagt, was mit mir los ist. Mhm. Und alles. Er hat sich auch darauf eingelassen, er hat mich auch angeguckt und gesagt, mein Gott, na gut, das sieht ein bisschen schlimm aus, aber der Sex hat doch eigentlich ganz gut geklappt, aber seit einem halben Jahr trinkt er nur noch. Bitte? Er trinkt nur noch Alkohol. Ja. Bist du mit ihm jetzt zusammen? Ja, eigentlich ja. Ja. Aber und der Sex, lass mich mal zu dem Sex fragen. Also der Sex hat dann doch gut geklappt. Ja. Und ich muss sagen, weil mir der Ärzte gesagt haben, normalerweise könnte ich auch keine Gefühle mehr haben, gar nicht. Mhm. Und es hat trotzdem, muss ich sagen, wunderbar geklappt. Ja, und du hast dich auch richtig gehen lassen und warst nicht zu verkrampft, weil... Das Beste, was ich eben nicht konnte, ich konnte mich halt nicht ausziehen. Ein T-Shirt konnte ich nicht ausziehen oder überhaupt zu Oberteil ausziehen konnte ich nicht, weil der Bauch wirklich unmöglich aussieht. Aufgrund der vielen Narben? Ja, Narben, der Bauch musste alleine zusammenwachsen, da war auseinandergeplatzt und dann kamen eben diese vielen Nachoperationen noch dazu und das hat eben dann dazu geführt, dass ich eben lange auch kämpfen musste, dass das alles in Ordnung wieder kam. So, bevor ich dich jetzt weiter zu deinem Partner frage, Zwischenfrage, die mir jetzt auf der Zunge liegt, wie geht es dir denn gesundheitlich? Ist der Krebs besiegt? Na, besiegen tut man Krebs eigentlich nie. Stimmt, das kann man jetzt noch gar nicht so richtig sagen. Aber die Ärzte haben mir gesagt, wenn ich 7 Jahre geschafft habe, habe ich es gepackt.
Also im Moment ist alles okay? Natürlich, ich gehe auch über Arbeiten, alles so. Ich habe zwar schon Platz gekriegt durch den Betrieb, alles ist alles top. Okay. So, jetzt bist du mit diesem Mann zusammen, mit dem du guten Sex hast, aber es hat gleich eine Schattenseite, weil der Mann trinkt. Ja, der Mann trinkt zu viel und dann wirft er mir vor, ich sollte mich mal einen Spiegel angucken und das geht jetzt ein halbes Jahr und am Anfang habe ich gedacht, gut, er hat ja recht. Und habe da immer wieder drüber weggeguckt, aber im Moment kann ich das überhaupt nicht mehr. Wohnst du mit ihm zusammen auch? Ja, jetzt im Moment ja, aber er ist auch zur Zeit, ich habe erstmal gesagt, Schluss jetzt aus, du gehst erstmal raus, weil es ja meine Wohnung und mein Haus ist. Das ist deine Wohnung. Und habe ich erstmal gesagt, jetzt Schluss, ich kann nicht mehr. Und das war kurz vor Weihnachten das letzte Mal, wo er mich so fertig gemacht hat. Und er hat sich dann auch Mühe gegeben, jetzt irgendwie, aber er trinkt halt immer wieder und dann kommen dann solche Anspielungen immer wieder. Also das heißt, er macht dich fertig und beschimpft dich und will aber dann gleichzeitig auch wieder Sex haben. Und das macht er immer, wenn er besoffen ist? Ja. Hat er sich danach, entschuldigt er sich dann nicht? Weiß er das denn, was er da sagt? Keine Ahnung, aber das weiß ich, spreche ihn immer wieder darauf an. Ich habe ihm Briefe geschrieben, alles, dass er begreift, was er überhaupt mit mir macht. Ja. Aber, also er beschimpft ihn und sagt, wie siehst du da unten aus, guck dich mal an und sei still und... Ja. Ist doch ekelhaft oder irgend sowas? Ja, so ungefähr. Also so krass kommt das wirklich an, ja. Was hält dich denn noch bei diesem Mann, Ilona? Ich weiß es nicht. Weil das hört sich ja nun nicht gut an. Ich finde, es hört sich gut an, dass du grundsätzlich jetzt erstmal fähig bist wieder zur Sexualität. So, das ist ja schon mal eine gute Nachricht nach all den schweren Eingriffen. Aber warum bist du mit so einem Typ zusammen? Ja, meine Freundin sagt auch, ich soll es lassen. Ich soll ihn einfach losen lassen. Ich bin immer so ein Mensch, ich denke immer alles Gute an Menschen. Meine, ja, ist ja auch sehr gut, aber... Auch schlecht ist er ja nicht, aber... Ja, aber man, sagt, man, macht mich jetzt. Man muss sich auch selbst schützen, man darf sich ja nicht von den Menschen kaputt machen lassen. Und wie du das gerade schilderst, und das ist wahrscheinlich nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was du da mitmachst, ist das ja ausgesprochen beleidigend und verletzend für dich. Schlimm. Und du hast ja schon genug hinter dir jetzt mitgemacht. Empfindest du denn für diesen Mann was oder noch was? Soll ich das jetzt beschreiben? Ab und zu kann ich sagen, wenn er gerade mal die Faser hat, wo er nicht trinkt. Da ist das der liebste Mann, den es gibt. Es ist so, aber du würdest ja nicht... wieder trinkt. Ja, aber, du aber die Abstände werden immer kürzer jetzt und die Beleidigungen werden immer heftiger. Das ist... Du würdest auch nicht zu mir sagen, ich liebe den. Naja. Nee. Dann, Ilona, dann ist die Entscheidung eigentlich schon klar, die du fällen musst. Allein aus Selbstschutzgründen musst du dich von diesem Mann entfernen. Also ich weiß das auch alles, meine Freundin, die haben mir das auch alle hier schon gesagt, weil die erleben das immer mit, wenn sie mal da sind. Ich wohne in Sachsen-Anhalt, die Freundin, die ist in Hamburg, die andere in Köln, Leipzig, alles so. Die erleben es nicht immer mit, auch wenn sie es miterleben, dann sagen die auch gleich, mein Gott, du machst ja viel von alle. Ilona, ich habe von so vielen Krebspatienten und ehemaligen Krebspatienten gehört und gelernt und erfahren, dass die Seele für die Genesung ungläubig ist. Das weiß ich. So, und du machst belastest deine Seele unglaublich im Moment und lässt sie dir verletzen von einem anderen Menschen und das ist für dich und deinen Gesundheitszustand auch nicht gut. Ich weiß. Und wenn du das nicht schaffst, ich meine, du hast ja nur wirklich so viel schon einstecken müssen mit mit der schweren Erkrankung, dann hol dir doch für die Schritte des Lösens von diesem Mann Hilfe von einem Psychologen von außen. Damit du einen Ansprechpartner hast, mit dem das du besprechen kannst. Du rufst dir jetzt hier auch an, um mal mit jemandem drüber zu sprechen. Ich würde dir gerne mal noch eine Kontaktadresse in deiner Umgebung von meiner Psychologin geben lassen. Dann müssen wir es so machen, dann legst du auf und die Simone, meine Psychologin, ruft dich jetzt gleich nochmal an. Ja, wollen wir es so machen? Ich möchte bloß allen sagen, die Krebs hatten oder so und Probleme mit ihrem Partner haben, dann versuchen zu reden, ganz viel. Weil das ist wirklich wichtig. Ja, aber ich glaube, in deinem Fall wird das Reden nicht mehr viel nutzen, ne? Wie du es jetzt geschildert hast. Da musst du einfach irgendwie den Dreh hinkriegen und die Kraft, da rauszukommen aus der Beziehung. Aber das Schöne ist ja daran, finde ich, man muss ja auch immer das Positive sehen, dass du zu sexuellen Gefühlen noch fähig bist nach der schweren Operation. Ich war so froh, dass das alles wieder geklappt hat. Super ist das. Kann sich auch jeden Mensch vorstellen. Ja, das glaube ich. Und das kannst du ja auch mitnehmen aus dieser Zeit. Das heißt, du weißt jetzt, du kannst das erleben. Und vielleicht ergeben sich neue Konstellationen, dass du endlich dann auch einen netten Mann findest, der dich auch vernünftig behandelt. Ich glaube nicht mehr dran.
Ja, das kann man nicht so sagen. Du hast, die Hoffnung darf man ja nicht aufgeben. Na, danke. Ja. Elona, du legst mal bitte auf und meine Psychologin ruft dich an, okay? Na? Alles Liebe. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, meine Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Dieter und Dieter ist wie alt? 35. Hallo Dieter. Ja, hallo Domian, ich grüße dich. Du bist jetzt der erste Mann heute. Ja, der erste Mann, genau. Die ja. Männer haben nur guten Sex. Nein, das glaube ich nicht, aber... Nein, ganz genau. Dieter, ja. dein schlechtester Sex? Mein schlechtester Sex war in meiner ersten Ehe. Mhm. Beziehungsweise ich habe auch noch keine zweite oder dritte Ehe. Also während der ersten Ehe war es halt der schlechteste Sex. Ich habe früh geheiratet mit 22. Ja. Die Ehe dauert 4 Jahre. Ja. Roundabout. Und sowohl vorher hatte ich eigentlich ein sehr gutes Sexualleben und danach dann später auch wieder. Also während der gesamten Ehezeit quasi? Ja, richtig. Warum? Ganz genau. Warum war der Sex so schlecht? Ich habe es damals nicht gewusst. Ich war einfach zu unerfahren und habe auch festgestellt, dass komischerweise sehr viele Eheleute auch in ihrer Ehe oder bei der Auswahl vielleicht auch des Ehepartners so nicht so ganz ehrlich sind. Und zwar wichtig ist es, dass auch Leidenschaft dazu gehört. Mhm. Das heißt, also ich habe dem... Ich unterbreche mich, sonst habe ich es gleich vergessen. Aber ja? du sagtest doch, dass du vorher gute Sexerfahrungen gemacht hattest. Vor der Ehe, ja, natürlich. Also waren die Erfahrungen schon da und du wusstest, was Leidenschaft bedeutet. Richtig, ganz genau. Und du hast diese Frau, die du später geheiratet hast, mit der hattest du da auch eine Weile sicher eine Beziehung, natürlich, vor der Ehe. Richtig, aber das war eine Beziehung, wo ich dachte, ah ja, okay, ich liebe die Frau oder ich bin verliebt, ich wollte auch meine eigene Familie gründen. Ja. Das stand also im Vordergrund. Also habe dann auch gedacht, im Laufe der Zeit, wenn man also nur genügend engagiert ist innerhalb der Beziehung, dass sich das Sexualleben dann auch nach und nach dann weiter positiv entwickelt. Das heißt, das war am Anfang, auch bevor ihr geheiratet habt, auch schon nicht so dolle. Ganz genau, richtig. Ah ja. Ganz genau. Und deswegen habe ich also für mich persönlich festgestellt, auch durch viele Gespräche mit anderen, also auch der unterschiedlichsten Couleur, also das heißt auch vom Stand her, ja, ist es halt tatsächlich wichtig, dass auch die Leidenschaft von Anfang an stimmt. Die gehört einfach mit dazu. Ja, was meinst du vom Stand her? Was meinst du damit? Ja, vom Stand, also jetzt egal, ob das ein Akademiker, nicht Akademiker, Arbeiter, oder irgendwie auch immer. Ja. So, jetzt erklär mir mal, was war schlecht an diesem Sex in diesen 4 Jahren Ehe? Es war einfach so, es hat sich tatsächlich, warum auch immer, es hat einfach diese Leidenschaft, dieses Prickeln hat sich gar nicht aufgebaut. Also das heißt, sich fallen lassen zu können, beziehungsweise es fehlte was. Es war wie so ein Vakuum, ich konnte das auch erst gar nicht genau benennen und erst im Laufe der Zeit habe ich es dann festgestellt. Ja, das heißt, es gab keine exzessiven Nächte mal mit euch beiden? Nein, ganz genau. Ganz genau. Es war, also wenn man das im Eiskunstlauf sagen würde, es war das Pflichtprogramm, aber es kam nie zur Kür. Ja. Fandest du ihren Körper denn irgendwie auch ein bisschen abstoßend? Richtig, also das war jetzt nicht der Körper, der, ich sag jetzt mal, was dann auch später dann wieder passiert ist, also nach der Ehe mit einer anderen Partnerin, die sich ausgezogen hat, das dann entsprechend... Naja. Manchmal sind es ja schon Kleinigkeiten, wenn man einen Menschen nicht riechen kann. Das ist schon der Killer, ne? Genau, das fiel mir gerade ein, bevor du es jetzt ausgesprochen hattest, fiel mir das also ein. Wahrscheinlich, vielleicht konnten wir uns tatsächlich nicht riechen. Also im wahrsten Sinne des Wortes, meine ich, ne? Dass man den Geruch des anderen nicht mag und dann ist das schon der Killer für jegliche Geilheit. Wenn man das jetzt so platt ausdrückt, bestimmt. Ja, genau. Das kann man auf diesen Punkt bringen. Mhm. Genau. Wie oft hattet ihr denn dann Sex miteinander, so in der Woche? Ach so, am Anfang war das 3-mal in der Woche und hinterher war es nur 1-mal in 3 Monaten. 1-mal in 3 Monaten. Wurde darüber gesprochen oder war das tabuisiert? Das hatte sich dann tabuisiert bis zum gewissen Zeitpunkt und dann kurz davor
vor dem Ende, vor dem Auseinandergehen, habe ich dann auf einmal festgestellt, ich hatte mich dann kurzfristig in eine andere Frau verknallt. Mhm. Nicht verliebt, aber verknallt. Mhm. Und da ist mir erstmal aufgefallen, was dann tatsächlich fehlte. Das war dann zum Glück dieses Aha-Erlebnis. Ah ja, dann war das während der Zeit irgendwie so eine Grundfrustration und du wusstest gar nicht so recht, das einzuordnen. Ganz genau. Mhm. Und deswegen bin ich auch immer sehr hellhörig, wenn mir andere erzählen, ach, mein Mann oder ich bin heute Nacht wieder auf dem Sofa eingeschlafen, meine Frau ist schon mal zu Bett gegangen und da kann ich eigentlich nur warnen. Also bei den Paaren, wo das schon so anfängt, das stimmt dann. Deine Frau damals, die war vermutlich so in deinem Alter? Genau. Ja, die hat in diesen Jahren auch nie so ihren Unmut geäußert. Nein, die sagte einfach nur, dir fehlt Leidenschaft. Also die hat quasi die Sache auf mich abgewälzt. Ah, ja. Die sagte, du bist unerfahren und ich kann nur sagen, das hat mit Erfahrung nichts zu tun, weil das ist das ist angeboren. Ja, ja. Also, entweder fährt man aufeinander ab oder man fährt nicht aufeinander ab. Bitte? Ich sage, entweder fährt man aufeinander ab oder man fährt nicht aufeinander ab. Voilà, genau. Ja. Bist du denn in dieser Zeit, immerhin waren es 4 Jahre und du warst ein junger Kerl, bist du treu gewesen? Ja. Das schon? Treu bis kurz vorm Ende. Also das heißt, da ist dann auch nichts mehr gelaufen und da merkte ich, es ging auch nicht mehr. Aber dann muss ja, als du das erste Mal dann mit einer Frau geschlafen hast, die dich richtig entflammt. Das muss doch wahnsinnig gewesen sein. Das war auch wahnsinnig. Mhm, das war wirklich wie ein Fieberschub, ja. Mhm. Hast du in dieser Zeit, in dieser Ehezeit, hast du dich da selbst befriedigt? Ja, das kam dann hinterher im Laufe der Zeit, kam das dann auch noch mit dazu. Und hast dann wahrscheinlich natürlich nicht an deine Ehefrau gedacht währenddessen? Genau. Ja. Sondern an irgendwelche Fantasien oder so. Ja, richtig. Also das sind die Alarmsignale. Wenn man das wahrnimmt, dann sollte man sich auch nicht länger irgendwas vormachen. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Dann auch zu sagen, okay, jetzt wird es Zeit, jetzt muss man miteinander sprechen und dann muss man auch den Schlusspunkt setzen, weil ansonsten ist es wirklich nur eine Tortur. Ist denn die Ehe denn dann relativ unproblematisch auseinandergegangen? Ja, ja, natürlich. Das so. Hm. Ja, natürlich, klar. Gab es Kinder? Man weiß, woran es liegt. Gab es Kinder? Nein. Nein, das nicht. Nee, zum Glück nicht. Da hast du also eine 4-jährige gute Lehrzeit hinter dir. Ja, genau. Für die Zukunft ist das, da kann man gut drauf aufbauen. Das glaube ich, Du wirst viele, viele Dinge, wie du es gerade schon gesagt hast, mit der Couch und so, wirst du jetzt sehr schnell wahrnehmen bei dir oder bei deiner Partnerin, wenn das in eine falsche Richtung läuft. Ja, sicher, genau. Sicher. Danke für den Anruf, Dieter. Ach so, was ich noch sagen wollte. Ich hatte vorhin ganz zu Anfang noch mitbekommen, dass die eine Frau sagte, sie hätte gerne einen Mann oder einen Mann, der muss stark sein, aber der müsste auch zärtlich sein. Ja, genau. Ich wollte mich hier nicht andienen, aber ich wollte nur sagen, es gibt tatsächlich solche Männer. Ich gehöre auch zu denen. Und ich kann nur der Frauenwelt sagen, seid nicht betrübt, es gibt diese Männer tatsächlich. Es gibt die, aber die sind wirklich rar gesät, glaube ich. Dadurch, dass ich keine Erfahrung mit Männern habe, kann ich dazu nicht sagen. Also diese Kombination ist wirklich, wirklich schwierig zu finden. Ein ganzer Kerl, ein richtiger Mann, der aber auch wirklich sehr zärtlich ist und sehr einfühlsam, ist schon sehr schwierig. Aber es gibt sie. Genau, wir tragen nicht nur das Hirn in der Hose. Dieter ist so einer. Danke für den Anruf, Dieter. Tschüss. Tschüss. So, weiter geht's mit der Marion. Und die Meinung ist 44 bist du, Mario. Nein, 44. Ja, 44. Rede ich heute irgendwie falsch? 44, ja. Ich habe 24 verstanden, Entschuldigung. Also mein schlechtester Sex ist 28 Jahre her und den vergesse ich niemals. Erzähl ihn uns. Ich erzähle ihn euch. Ich war 16, hatte eine sehr gute Freundin, die einen sehr attraktiven Bruder hatte, der etwas über 20 war. Und damals konnte man ja noch etwas spontaner Sex ausleben als heute, also AIDS und das war ja alles gar kein Thema. Gab es noch nicht, genau. Mhm. Genau, und es war ein Discoabend in Bensberg, kennst du ja mit Sicherheit. Natürlich, ja. Ja, und dann hatten wir irgendwie Spaß und Lust und haben gesagt, okay, wir kennen uns schon ewige Jahre und jetzt gehen wir mal ins Auto. Ja. Mit dem tollen Jungen. Mit dem tollen, attraktiven, gut gewachsenen, aber nur körperlich bis auf ein einziges Detail. Das war dann überhaupt nicht mehr gut gewachsen. Oh weia, ich ahne es schon. Ja, ich habe es damals nicht geahnt, aber wir sind dann auf jeden Fall ins Auto und ich war freudig erregt, hatte schon meine Erfahrungen. Ja, du hattest also schon Erfahrungen. Ja, ja. Also, das war nicht mein erstes Mal. Du wusstest, wo man anfassen muss. Ja, ja. Wenn man denn was findet.
Naja, auf jeden Fall sind wir dann ins Auto und er kam, er war wohl sehr aufgeregt und kam sehr, sehr schnell zur Sache, beziehungsweise er hat es versucht und ja, halt Höschen runter bei beiden und dann habe ich nur irgendwie ziemlich ins Leere gegriffen und habe gedacht, ups, was ist das denn? Wird das überhaupt was? Und ja, also er konnte es auch wirklich gar nicht einsetzen. Also der Penis war super klein. Super klein. Ja, das habe ich auch schon bei anderen Männern mal erlebt. Aber die konnten wenigstens ein bisschen ja damit handeln. Und es gibt ja nun auch noch andere. Wie klein war er? Wir müssen uns das vorstellen können. Kleiner Finger. Also ich habe sehr, sehr kleine, zierliche Finger. Und mein kleiner Finger ist, ja, er war sehr, sehr klein. Also ich sag mal, Andi, wie viele Zentimeter sind das? Kleine fünf, Finger? Fünf, sechs? Ja, so in der Kante, ja. Ja, fünf, sechs Zentimeter und auch sehr dünn. Oh, weia. Ja, das war wirklich gar nicht. Oh, weia, das ist krass. Ja, das war ganz heftig und das passte auch gar nicht zu diesem ganzen, also ich achte immer ein bisschen auf die Nase der Männer. Nee, das sagt gar nichts. Nee. Ich weiß, nein. Das habe ich da auch die gelernt. Die Nase sagt überhaupt nichts aus. Ich weiß gar nicht, wie das damals in die Welt gekommen ist, dieses Sprichwort. An der Nase des Mannes kennt man seine Hand. Aber ist Unsinn. Domian, ich sag dir mal ganz ehrlich was. Ich habe wirklich meine festen langjährigen Beziehungen waren alles Männer mit langen, schmalen Nasen. Ich bin Nasenfetischist. Ja. Und da passte es auch untenrum einfach nur genial. Ja, dann war es Zufall. Maybe, das mag sein. So, jetzt erzähl uns weiter. Jetzt griffst du also ins Leere. Ich griff sprich, so ziemlich ins Leere? In 5 Zentimeter hinein. Ja, also ich habe versucht, diese 5 Zentimeter mit meiner Hand einigermaßen angreifen zu können. Ja. Es ging wirklich irgendwie gar nicht. Und er versuchte dann aber auch ganz schnell zum sexuellen Akt zu kommen. Weil ihm das wahrscheinlich auch peinlich war, ne? Das war super peinlich. Ja, natürlich, ja klar. Aber er hat sich dann trotzdem auf mich gelegt, hat irgendwie diese 5 Zentimeter versucht einzuführen ja. Und er hockelte einfach nur. Also der hat so dermaßen auf mir rumgehockelt. Und ich habe wirklich nur in diesem Auto gehangen und habe gedacht, lieber Gott, lass es bitte ganz schnell vorbei sein. Während des Hockelns hast du aber nichts gespürt. Nein. Nein. Nein, überhaupt nicht. Nein. Er hat auch nichts anderes gemacht. Er hat wirklich... Nur gehockelt. Nur gehockelt und nur an sich gedacht und auch sehr hektisch, sehr unkontrolliert. Also, was war das für ein Auto? Weißt du es noch? Ich bin mir nicht mehr wirklich sicher, aber ich war damals BMW-Fetischist und es könnte gut sein, dass es ein BMW war. Ja, konnte man die Sitze so runterdrehen? Du konntest sie runterdrehen. Ja, also hinkt der beiden da in diesem BMW. Ja. Ist er denn dann zum Orgasmus gekommen? Ja. Das schon. Er ist dann, es waren, ich weiß nicht, ich glaube, es waren keine 5 Minuten. Dann war er fertig und hechelte mir dann natürlich noch ohne Ende ins Ohr und ich war einfach nur froh, fertig zu sein, da rauszukommen. Wir sind dann zusammen wieder in die Disco, haben noch ein Bier getrunken, haben auch nie wieder drüber geredet. Ich finde die Situation so komisch. Du liegst da in diesem BMW, er huckelt auf dir rum und du denkst, ach, wer ist doch bloß vorbei? Ja. Guckst wahrscheinlich aus dem Fenster des BMWs irgendwie da noch aufs Binsberger Schloss. Ja, das ist sehr spaßig. Aber ich meine, man lacht da so drüber. Aber für den Burschen ist das natürlich ein Lebensproblem. Ne? Ja, also ich denke mal, wenn ich heute sowas erleben würde, würde ich auch anders damit umgehen. Mhm. Also damals war ich wirklich doch so dumm und naiv und habe natürlich leider auch bei meinen Freundinnen das... Du hast es rumerzählt. Ja, was heißt rumerzählt? Also er hatte einen anderen Freundeskreis als ich, weil er einfach viel älter war. Ja, aber du hast es einer guten Freundin erzählt und schwuppdiwupp wusste es ganz Beensberg. So nee, das nicht. Nee, so schlimm war es dann doch nicht. Aber heute, denke ich mal, würde ich also garantiert sogar mit dem Menschen darüber reden. Ja. Einfach, also, um ihm auch zu helfen. Ja, helfen kann man letztendlich gar nicht. Ich glaube, das ist einfach, damit muss man als Mann leben, wenn man so klein ausgestattet ist. Was will man machen? Ja, er kann aber doch andere Sachen machen, Domian. Guck mal, man kann viel mehr auf eine Frau eingehen. Gut, im BMW auf der Schlossstraße in Beensberg vielleicht jetzt nicht wirklich. Klar, sicher. Aber man braucht dann wiederum auch eine Frau, die sich damit arrangiert. Ja. Ne, sonst geht es dann gar nicht. Wie wichtig ist für dich die Größe eines Penis? Sehr wichtig. Sehr wichtig, höre ich schon raus. Ja. Also unter 10 läuft ja gar nichts. Nein. Nein, also man kann schon fast sagen, unter 15 läuft nichts bei dir. Stimmt. Ja, also lieber 20. Ja. Ach, endlich mal eine Frau, die das ehrlich sagt. Die meisten Frauen sagen mir so, nein, es kommt doch nicht drauf an, wie groß er ist, er muss nur zärtlich sein. Es kommt drauf an. Also bei mir ist es auch so, eben hattest du ja auch schon so ein Mädel, die sagte, sie hat es auch lieber so ein bisschen heftiger und ein bisschen
ist bei mir ganz genauso. Blümchensex ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Ja. Und dieses Härtere, das geht nicht mit 10 oder 12 Zentimetern. Ja, mit 12 vielleicht schon. Ja, dann kommt es aber auch auf den Umfang an. Ja, natürlich. Das ist auch noch sehr wichtig. Ja. Ja, der Umfang ist auch wichtig. Bist du im Moment in festen Händen? Ja. Ja. Ja, das hast du gerade gesagt. Ja. Und da läuft doch alles im grünen Bereich. Genial. Ich habe gerade ja nicht gesagt, dass du 24 bist, sondern 44. 44, ja. Merkst du so im Laufe der Jahre, dass so die sexuelle Vitalität ein bisschen nachlässt? Nein, oder? Die wird schlimmer. Die wird schlimmer. Ja, was halt? Nein, sie wird nicht schlimmer, ist Quatsch. Aber ich habe jetzt einen neuen Partner seit 2 Jahren, hatte vorher eine 15-jährige Ehe. Mhm. Und habe auch da immer dafür gesorgt, eigentlich, dass es nicht langweilig wird oder dass man so in dieses, Mama, Papa war man nie, aber in dieses Schema so alle 3 Monate nur noch, wenn überhaupt, das war mir da schon sehr wichtig. Und jetzt mit meinem neuen Partner ist es sogar so schön, dass wir sehr, sehr offen über beiderseitige Wünsche reden können. Mhm. Und ich mit 44, also damals war ich 42, als ich ihn kennengelernt habe, wir auch angefangen haben, einfach mal neue Sachen auszuprobieren und darüber zu reden, was Spaß macht, mal wirklich zu Beate Use zu fahren und da mal zu gucken, was gibt's überhaupt. Und gibt es irgendeine Neuentdeckung, die du jetzt erst so in den 40ern gemacht hast? Was denn? Ja. Die schon immer so ein stiller Wunsch von mir waren, ich aber den Partner nicht hatte, der das mit mir gelebt hat. Und was wäre das? Ja, auch da weißt du, einfach so, einfach mal so ein bisschen Spielzeug mit dabei zu nehmen. Ach so, das war vorher aber nicht so angesagt, weil der Partner das nicht mitmachen wollte. Ja, man hat nicht drüber geredet. Ja, aber das ist ja toll, ne? Dass man dann auch, je älter man wird, dann vielleicht sogar noch differenzierter an Sexualität rangeht und vielleicht sie noch umfassender erleben kann. Ja, vor allen Dingen, dass sie nicht langweiliger wird. Genau, ja. Sie wird interessanter, sie wird immer interessanter, sie wird einfach nicht langweiliger oder nicht Routine. Habt ihr oder hast du auch Gruppensexerfahrung? Nein. Wäre das noch eine... Nein. Das nicht? Nein, ich bin also in der Beziehung wirklich total monogam. Also wenn man so für sich selber mal mit sich selber alleine beschäftigt ist und die eigenen Fantasien, da geht's schon in die Richtung, aber im reellen Leben kann ich mir das gar nicht vorstellen. Gut, dann ist das eine Option, die dann nicht... Also ein Swingerclub oder so käme gar nicht in Frage. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Nein. Ja. Marion, es hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Mich auch, Domian. Tolle Gesprächspartnerin. Wünsche dir alles Gute, alles Liebe und schöne Grüße nach Binsberg. Danke, dir auch. Tschüss. Alles Liebe. Tschüss. Alex ist hier. Nochmal Alex. Diesmal ein Mann. Hallo? Ja, hallo, Domian. Ein Mann. Alex 55. Leider? Hast du leider gesagt? Nein, nicht leider. Ein Mann, habe ich gesagt. Alex, 25 Jahre alt. Genau, richtig. Dein schlechtester Sex, Mr. Alex. Ja, bei mir geht es darum, und zwar, es ist gar nicht so, dass ich einmal den schlechtesten Sex hatte. Das ist bei mir eine durchgehende Geschichte. Mhm. Ich habe das Problem, dass mein Geschlechtsteil, sprich der Penis, sehr, sehr deformiert ist. Deformiert? Ja, der ist deformiert. Was heißt das? Ich erkläre dir das mal. Es geht darum, man kann sich das so vorstellen, dass der bei mir aus dem Körper weiter unten rauskommt als bei, sag ich mal, in Anführungsstrichen normalen Leuten. Mhm. Er ist praktisch weiter nach unten versetzt. Was bedeutet, im steifen Zustand würde er praktisch zwischen den Beinen nach unten zeigen, wenn man sich das so vorstellt. Mhm. Den nach oben zu biegen, praktisch in eine senkrechte Stellung, ist praktisch unmöglich. Ist er denn an sich gerade? Er ist sehr dick. Allerdings muss ich dazu sagen, auch sehr kurz. Also der ist auch an die 10 Zentimeter, ist mittig sehr dick und kann deswegen auch im steifen Zustand sehr schwer gebogen werden, also praktisch bewegt werden außerhalb nach unten. Was natürlich den Sex extrem schwierig macht, praktisch unmöglich. Ja, durch die Richtung nach unten. Durch die Richtung nach unten, genau. Ja, stimmt, ja. Und dazu auch noch kommt ja, dass er nicht besonders groß ist, was ja dann natürlich auch wieder die Problematik macht, wenn jetzt, sage ich mal, der Hoden mit runterhängt, dass er dann praktisch fast auf der Höhe der Penis, der Eichel mithängt. Also, dass man praktisch sagen kann, da sieht man kaum was, ne? Ja. Heißt das, dass du generell auch da sehr gebremst und gehemmt bist, Frauen gegenüber? Ja, das ist genau das Problem, was ich habe. Ich würde jetzt sagen, gut, wenn ich jetzt auch noch ein hässlicher Vogel wäre, dann wäre die Sache für mich ja praktisch erledigt. Ich habe eine sehr große Resonanz bei den Frauen, also so optisch, sage ich mal, kriege ich da sehr, sehr gute Rückmeldungen. Ich bekomme, wenn ich weggehe, immer 2, 3 Telefonnummern von Frauen, wo ich sagen würde, boah, das sind richtige Schnitten, ne? Mhm.
Das macht sehr selbstbewusst, sage ich mal, dieses bisschen. Da kann man natürlich auf eine gewisse Art und Weise sehr selbstbewusst wirken, bis es dann vielleicht zu dem Zeitpunkt kommt, wo man sagt, okay, jetzt geht's mal weiter, jetzt könnte sexuelles Erstehen bestehen. Hast du schlechte Reaktionen schon erlebt von Frauen auf deinen Geschlechtsteil? Ja, ich muss dazu sagen, ich hatte mal einmal eine dreijährige Beziehung. Da war es halt so, da war ich noch ein bisschen jünger und die war auch ein bisschen jünger. Also kann man sagen, vielleicht aufgrund der nicht so großen Erfahrung der Frau, hat sie sich vielleicht drauf eingelassen. Es ist halt so, das kam halt sehr, sehr selten zum Sex. Man muss sich halt anders behelfen. Man nimmt die Finger, man nimmt die Zunge, man macht Oral. Also du bist der klassische Geschlechtsverkehr funktioniert rein technisch gar nicht, ne? Rein technisch funktioniert der so gut wie überhaupt nicht. Es gibt eine Stellung, die könnte man machen, die wäre sehr, sehr umständlich. Dass man sagen könnte, ja, das wäre vielleicht Geschlechtsverkehr, so könnte man das nennen. Aber man kann wirklich eigentlich sagen, zu 99% ist der Geschlechtsverkehr an sich nicht möglich. Also in dieser Beziehung habt ihr euch arrangiert, weil du recht jung warst und sie recht jung noch war. Ja, das war sehr seltsam. Also sie hat auch niemals, also dadurch kam es natürlich auch sehr selten zum Sex, also das heißt selten eigentlich fast überhaupt nicht zum Geschlechtsverkehr. Es kam halt immer wieder, sage ich mal, auf Fingerspiele oder auf Oralverkehr. Und sie hat auch niemals was darüber gesagt und auch nicht gefragt, warum haben wir denn so wenig Sex, so dass ich davon ausgegangen bin. Sie weiß genau, warum es Du bist 25 jetzt. Wie alt warst du da in dieser Beziehung? Das war von 20 bis 23 Jahre. Was ist in den letzten 2 Jahren passiert, seitdem du aus der Beziehung raus bist? Gab es mal so One-Night-Stand oder so eine Nachtgeschichten? Ja, es gab mehrere One-Night-Stands, wo ich sagen würde, ja, das könnte man als One-Night-Stand so bezeichnen. Kam natürlich nicht so gesehen zu diesem One-Night-Stand, weil es ja keinen Sex gab. Es war dann halt so, ich kann halt durch bestimmte Stellungen halt oral befriedigt werden. Das ist möglich. Es ist nur natürlich einfach sehr unangenehm, weil man der Frau anmerkt, dass sie nicht genau weiß, ist denn jetzt das Glied steif, geht es noch weiter. Und dann kommt natürlich irgendwann der Samenerguss und wo man dann auch im Gesicht der Frau sieht, das war ja anscheinend wirklich eine Erektion und wäre jetzt kein Samenerguss gekommen. Haben die Frauen schon mal irgendwas gesagt? Oder sich sogar abgewandt von dir, weil sie das irgendwie unattraktiv finden oder gar eklig finden? Ja, also es kam mal zu solchen Reaktionen nicht eklig, weil ich, wie gesagt, durch das Optische, weil das andere eigentlich dann doch recht passen wohl. Passt, denke ich mal, also wie man das so mitbekommt durch die Frauen. Es gab halt mal Situationen, wo ich mich dann gegen eine Frau entschieden habe, weil sie mir einfach charakterlich nicht zugesagt hat. Wo dann natürlich als Gegenbeleidigung mal sowas kam, wie, ach, mit so einem dir könnte ich sowieso keine Beziehung führen. Wo kein Penis ist, gibt es auch keine Beziehung. Und so eine Sprüche kam. Das ist natürlich auch hart, das wegzustecken. Ja, das ist nicht hart. Also da wird man echt getroffen. Also man kann mich habe ich mal sonst nicht treffen, aber Wie viel Mal Sex hattest du, nachdem du aus deiner Beziehung rausgegangen bist, also in den letzten 2 Jahren? Ich würde sagen, durchschnittlich im Jahr. Ich habe das mal wirklich gezählt, einfach mal, weil mich das interessiert hat. Also es waren in den letzten 2 Jahren ungefähr 40 Frauen, würde ich sagen. 40? 40 Frauen, ja. Das ist aber viel, Mensch. Ja, das ist sehr viel. Das ist, ich hätte jetzt gedacht, irgendwie 3, 4, 5 höchstens. Nein, also ich hatte sehr, sehr viele Frauen da. Das Problem war halt immer nur, dass es, wie gesagt, nicht weiter sich ausführen konnte, weil es halt der sexuelle Verkehr an sich nicht klappt. Aber das bedeutet ja, dass du da nicht gehemmt bist, wenn du dich da immer wieder so drauf einlässt? Ja, es ist vielleicht so ein bisschen, ich verstecke mich vielleicht so ein bisschen dahinter, dass ich weiß, ich kriege die so weit ins Bett und ich bin einfach so, ich lasse mich sehr, also ich sage ich mal so, ich bin in einer Form sehr oberflächlich, dass ich mich vom Optischen sehr leiten lasse bei einer Frau. Dass ich sage, okay, die sieht gut aus und der kann ich mir auch eine Beziehung vorstellen. Und dann merke ich, ich habe die einmal im Bett gehabt, dann sind die meistens weg, die kommen auch nicht wieder. Das ist das Problem. Also ich merke das, es kommen Ausreden, es kommt einfach, es klappt nicht zwischen uns oder was weiß ich nicht was. So, jetzt hatte ich gerade schon direkt die Idee, als du das so beschrieben hast, das Problem. Und das Hauptproblem ist die Richtung, ne? in welche Richtung der Penis sich versteift, nämlich nach unten. Ja. Ja. Hast du darüber mit einem Urologen mal gesprochen? Ja, darüber habe ich mit meinem Urologen gesprochen und zwar, natürlich habe ich da überlegt, ob es da operative Eingriffe gibt, ob es da was machen kann. Es gibt ja diese klassische Penisvergrößerung. Darüber meine ich es nicht. Also es geht jetzt erstmal um die Stellung, weil ich meine mal gelesen zu haben, dass man dieses Stellungsproblem kann man operativ lösen. Die klassische Penisvergrößerung finde ich ja hochheikel und sollte man die Finger von lassen. Aber was hat dein Urologe gesagt? Der Urologe hat gesagt, das wurde natürlich alles mit Ultraschall und Geröntgen und alles. Und er hat gesagt, aufgrund deswegen, dass eine, ich sag mal, das ist jetzt, ohne jetzt sehr ins Detail zu gehen, das ist bei mir jetzt auch noch so, dass eine Hufeisenniere besteht. Das heißt, die beiden Nieren sind durch ein Gewebe verbunden.
Mhm. Und aufgrund dessen ist eine Verstellung in dem Bereich nicht möglich, weil dann einfach zu sehr Druck auf diese Hufeisenniere kommen würde. Das heißt, das kommt nochmal erschwerend dazu. Also es wäre ein sehr großes Risiko. Und das will man natürlich dann auch nicht eingehen. Also wenn damit ein großes medizinisches, körperliches Risiko verbunden ist, dass eine Operation dann so tiefgreifende vielleicht Auswirkungen haben kann in den Bereich der Nieren rein, ist das natürlich schon... Ja. Genau. Das kann sich natürlich dann auch auf die Aorta und sowas ausweiten und das ist halt eine ganz, ganz gefährliche Sache. Wie gesagt, ich würde darüber noch nicht mal drüber nachdenken, wenn es nicht so wäre, also dass ich wirklich gar keinen Sex haben könnte. Das ist echt so, dass es im Moment echt überhaupt nicht mal möglich ist, Sex zu haben. Und andererseits man wieder sehr viel Selbstbewusstsein damit tankt, dass man halt viele Frauen so weit erstmal kriegt, aber dann halt dieser Punkt. Das ist daher auch so, dass man dann keine Erektion mehr kriegt, weil man weiß, boah, jetzt kommt dieser Punkt. Das heißt, du letztendlich wirst du dich damit arrangieren, mit der ganzen Situation und darauf hoffen, dass du irgendwann eine Frau triffst, die sich da eben auch drauf einlässt, auf die Sache. Richtig, also ich müsste, wenn man mal so einen Strich unter die ganze Sache setzt und sagt, dann müsste ich eigentlich eine Frau haben, die darauf verzichten kann, einen Penis in sich zu haben und dann halt sich mit dem Finger oder mit der Zunge befriedigen lassen kann, was natürlich nicht sehr einfach ist. Es gibt sicherlich solche Frauen. Ja. Also ich habe auch gemerkt, also ich hatte auch oft Frauen, die gesagt haben, ich würde mich darauf einlassen oder ich würde, also die haben jetzt nicht direkt was angesprochen, aber die haben gesagt, ich könnte mir eine längere Beziehung mit dir vorstellen. Ja, ja. Aber es ist halt so, man hat so einen Komplex einfach. Man denkt immer, es ist so, wenn man sich mal dafür einen anderen Mann, man kann es ja schon fast verstehen. Ja, ne? ja. Und das ist halt nicht so einfach. Lieber Alex, danke für deine Offenheit. Ja, danke fürs Zuhören. Dennoch wünsche ich dir natürlich eine Frau, wo das alles so passend ist, wie wir es gerade besprochen haben. Danke dir. Alles Gute von Herzen. Danke gleichfalls. Tschüss. Ja, tschüss. Hier ist Gitte. Gitte ist 51. Hallo Gitte. Hallo. Jetzt haben wir nicht mehr so ganz viel Zeit, aber wir schaffen das schon, wir beiden. Ja, wir werden es ganz kurz fassen. Also ich, wie gesagt, das ist 20 Jahre her. Ja. Ich hatte einen Freund, den so 3 Monate ungefähr. Wir waren noch nicht im Bett und dann ist also der Tag X gekommen. Man war gut vorbereitet. Er hat mich eingeladen zu sich nach Hause. Ich habe mich riesig gefreut. Ein Bär von einem Mann. Und nach dem Essen hat alles schön gehabt. Naja, man ist ihm näher gekommen. Er hat mich dann so langsam in das Schlafzimmer reingezogen. Das Schlafzimmer war noch dunkel. Schmeißt mich aufs Bett. Hat alles gepasst. Ich war erregt bis zum Gehen nicht mehr. Er macht das Licht an und plötzlich hing über mir ein Fahrrad, ein Surfbrett, ein Kanu, so ein Kajak. Ja. Und ich dachte erstmal, wo bin ich denn? Ich bin in der Rumpelkammer oder was? Ja, ja. War total abgeturnt in dem Moment schon. Weil ich immer dachte, was fällt mir als erstes aufs Hirn? Ja, also es hingen diese Sachen an der Decke. An der Decke. In seinem Schlafzimmer. In einem Schlafzimmer. Das hat er einfach so hingehängt, weil er sonst keinen Platz hatte. Genau. Ja. Aber sowas habe ich ja noch nie gesehen gehabt in meinem Leben. Also ich dachte, jetzt bin ich in der Garage oder wo bin ich jetzt gelandet? So, nachdem der erste Schock überwunden war, was war dann? Das war dann, dann dachte ich mir, naja, der musste jetzt durch, Augen zu und durch sozusagen. Und er war ja eigentlich ein großer, kräftiger Mann mit einer tiefen Stimme. Und in dem Moment, wo er dann also ein bisschen in Fahrt gekommen ist, hat er ganz hohe Frequenzen entwickelt. Ach. Und hat so geseiert über mir in einer Stimmlage, wo ich so erschrocken bin. Denk mal, was hat er denn jetzt? Das heißt also, je erregter er wurde, desto höher hat er gesprochen. Ja, bestimmt. Also es war furchtbar, war das. Was dich wahrscheinlich nicht gerade weiter heiß gemacht hat. Ich bin wie zum Brett erstarrt. Und dann dachte ich mir, es gibt nur eins, voll Power zu machen, damit dieses ganze Ding so schnell wie möglich rum ist ums Eck. Ja. Weil es war nicht mehr zu ertragen. Ich dachte mir, wann ist es endlich vorbei? Du Armes. Dabei habe ich den wirklich, war total verknallt in den und es war ja, hat sich ja so langsam hochgeschaukelt, na schön. Und er quietscht dann weiter in den hohen Tönen. Ja, ich dachte, was habe ich da über mir? Und, das war ja, erst war richtig männlich und auch vom Aussehen und von der Stimme. Und dauerte es lange, bis es dann fertig war? Er war relativ schnell fertig. Du hast gedacht, Gott sei Dank? Ich habe gedacht, Gott sei Dank. Und dann hat er unter sein Kopfkissen gegriffen und hat mir ein Handtuch in die Hand gedrückt. Da könnte ich mich abwischen. Es war schon steinhart. Ich weiß nicht, wie lange das da schon drunter hatte. Der Ekel hat mich gepackt ohne Ende. Ich habe nur noch gesagt, ich brauche ihn und bin ins Bad gerannt. Habe mich dann angezogen, habe gesagt, ich habe Kopf hin, bin nach Hause gefahren. Ich gehe mir davon aus, dass du nicht nochmal mit diesem Mann geschlafen hast. Nie wieder. Und wenn ich irgendwo ein Surfbrett sehe oder so ein Kajak, kommt es immer wieder zurück. Das war keine schöne Sache. Vor 20 Jahren ist das passiert, sagst du. Ja. Ja. Und wird mir nie mehr passieren. Ja, man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht, was alles noch kommt. Aber wenn einer einen Kajak hat, dann komme ich sicher nicht in seine Wohnung.
Liebe Gitte, danke für deinen Anruf. Okay. Alles Gute. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere Sendung Schlechter Sex. Ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen, fürs Zuschauen, fürs Anrufen. Und ich bedanke mich bei Annette Bastian in der Technik. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live. 1 Uhr WDR Fernsehen mit einer freien Themennacht. Da könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ja, ab 0 Uhr sind wir erreichbar. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.